Wenn die Bühlerzeller Funken beim Fasching auf der Bühne stehen, dann geht es um Schönheit, um Eleganz, um Perfektion. Gardetanz, eine Welt, in die Clara Wenger eigentlich nicht passt. Die 16-Jährige hat eine Muskelerkrankung und ist entwicklungsverzögert. Trotz ihrer Erkrankung gehört sie seit 3 Jahren zu den Gardetänzerinnen aus Bühlerzell, so wie ihre Zwillingsschwester Helen. 2 ungleiche Schwestern, eine Leidenschaft. Das Gardetraining verpasst Clara nie. Die 16-Jährige liebt das Tanzen. Besonders? Ja, dass man Beine hoch tut. Geht die nicht. Für die anderen Gardemädels ist es völlig normal, dass Clara anders ist. Sie kommt immer zu mir her, begrüßt einen ganz nett und so immer. Also ganz normal wie alle anderen, nicht anders. Cool. Also mich freut es immer, wenn sie mit tanzt. Ist halt spaßig. Und sie ist lustig. Die Trainerinnen Mirjam und Nina Schmid haben Clara von Anfang an unterstützt. Sie verleiht halt so ein bisschen was Menschliches, was sie halt die anderen mit ihrer Perfektion gar nicht ertanzen können. Doch Claras Weg in die Gardetanzgruppe war lang. Vor 16 Jahren hätte das niemand für möglich gehalten. Eltern und Geschwister erinnern sich. Unsere Clara, am 30.01.1999 geboren. Zusammen als erste von den Zwillingen. Helen, die kam 2 Minuten später. Helen ist gesund. Clara dagegen muss anfangs beatmet und künstlich ernährt werden. Es dauert Jahre, bis sie laufen lernt. Der wichtigste Mensch in Claras Leben war und ist Helen, ihre Zwillingsschwester. Ja, die macht immer mit mir Quatsch. Ja, also das ist einfach schon ein Teil von mir, weil ich einfach immer schon alles mit ihr zusammen mache und die immer dabei ist. Helen war es auch, die Clara zum Gardetanz brachte. Bei jedem Training, was war, und ich möchte auch mal mitgehen, ich möchte auch mitgehen. Und dann hat Helen so sozial und nett und lieb und hat bei der Trainerin nachgefragt, ob sie Clara mal mitbringen darf. Ich habe dann zu ihr gesagt, Clara, das kannst du gar nicht, also es kommt, das kannst du nicht, du kannst nicht Gardetanzen gehen, da kannst du jetzt nicht mitmachen. Doch Clara setzte sich durch, übte zu Hause mit Helen und wurde ein Gardemädel wie ihre Zwillingsschwester. Mittlerweile tanzen die beiden in unterschiedlichen Gruppen. Helens größter Fan? Clara. Und dann ist der andere Zwilling dran. Clara kann nicht die ganze Choreografie mittanzen, aber ihr Auftritt ist einer der Höhepunkte. Clara macht mit, so gut sie eben kann. So wie die übrigen 14 auch. Für sie ist Clara ein Gardemädchen wie alle anderen und gehört zu ihrer Formation einfach dazu.